So, a hello to you. Ah, wir machen das jetzt hier auf Deutsch. Hallo Haribo. Das ist ein Video für euch. Schöne Grüße aus Finnland. Herr Hans Riegel Bonn. Ja, in Bonn habe ich mal gewohnt. Da fand ich das ganz toll, dass Haribo das irgendwie machte, dass Kinder für den Streichelzoo vom Herrn Hans Riegel oder so ähnlich Kastanien und Eicheln und sowas sammeln konnten und dann nachher Süßigkeiten dafür bekommen haben. Was ich nicht so toll finde und wo ich mich wirklich frage, was geht denn bei uns Menschen ab, ist, ich finde so ein Zeugs hier in Finnland, wo ich wohne, am Straßenrand und sonst wo. Die Leute schmeißen es halt weg und ja, das verrottet ja nicht, nur diese Plastikpackungen. Und es steht auch nicht irgendwie, es steht zwar hier so ein ganz klitzekleines Symbol, so irgendwie, man sollte in den Mülleimer schmeißen. Ja, was aber noch viel mehr drauf steht, heißt hier, kauf mich. Was ist denn jetzt wichtiger? Was ist denn jetzt unsere Priorität? Ist es wichtiger, dass wir hier Süßigkeiten in uns reinstopfen? Und das, es ist ja erstmal, wir wissen ja, es ist ungesund, ne, die Süßigkeiten, wissen wir ja. Wir wissen auch, dass wir im Moment 1,5 Planeten verbrauchen ungefähr. Wenn alle so leben würden wie wir Menschen in Deutschland oder wie die Menschen in Deutschland, würden wir noch mehr Planeten brauchen. Wir wissen, das funktioniert so nicht. Ne? Und trotzdem denken wir, ja, wir verkaufen einfach noch mehr Süßigkeiten, weil die Leute, wir wollen das ja. Und da kommt man auch nicht so leicht raus und da ist man reingerutscht und da kann man auch wirklich nicht so leicht mit Zeigefingern auf irgendwelche zeigen. Also ich will jetzt auch gar keine Schuldigen suchen, ich will einfach nur mal so einen Gedanken hier so anstoßen. Ne? Was brauchen wir denn? Brauchen wir hier Kauf mich oder brauchen wir Recyceln? Ja, und wir wissen ja, zum Beispiel, wenn man irgendwie, na, ich finde diese Frage so witzig, ne, wenn irgendwo jemand Amok läuft, ne, mit einem Gewehr oder einer Pistole und so und ganz viele Leute tötet, dann, oder wenn irgendwo Krieg herrscht und da auch ganz viel Leid passiert, dann sagt man den Waffenproduzenten, ja hör mal, ihr Bösewichte, ne, ohne euch wird das nicht passieren. Ja, Haribo. Du Bösewicht, könnte man ja auch sagen, ne? Weil wenn ihr das Ding hier nicht produziert hättet, lägt das hier auch nicht in der Pampa rum und Mikroplastik tötet, das wissen wir ja. Ne? Mikroplastik tötet, genauso wie Rauchen tötet und genauso wie dann letztlich halt irgendwo ein Gewehr bei einem Amoklauf oder in einem Krieg tötet oder eine andere Waffe. Ne? Ja, da findet man dann jetzt natürlich ganz leicht den Schuldigen, der das Ding weggeschmissen hat. Oder ist es der Schuldige, der das Ding erstmal produziert hat? Einfach mal so, ein bisschen umdenken. Was ist unsere Priorität? Was brauchen wir im Moment? Süßigkeiten brauchen wir im Moment nicht. Umdenken, bitte, 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 im eigenen Interesse, im eigenen Interesse. Auf Wiedersehen und alles Liebe.